Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von NHL 15 und dem Beer Promote. Heute geht es gegen New York, in New York, im Madison Square Garden, hier zur Sache. Und ihr seht die, ja, Rangers, die sind nicht ganz wohl auf. 8 Siege, 10 Niederlagen, nicht besonders das Gelbe von Ei, da sind wir dann schon ein bisschen besser. Ich glaube, was hatten wir? 12-8, so irgendwie in den Dreh. 12-8, 12-10, irgendwie so. Und da ist unser Topspieler André Jehn hier. 15 Tore, 16 Assists, 31 Punkte. Und das ist das erste Mal, dass ich das sehe, dass ein Spieler bevorzugt. Und da sehen wir Pitya Buda, der heute mal wieder Einzug bekommt. Schade, schade, denn Price hat in den letzten Spielen wirklich sehr, sehr gut gehalten, die Nummer 31. Und ich hoffe, Buda tut es ihm heute genauso. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich den Controller nicht aus der Hand verliere. Nein, natürlich, dass ich an den Leistungen der letzten Spiele anknüpfen kann. Und ich habe heute wieder mit einer Kamera was getüftelt und wollte mal probieren, wie das Ganze jetzt ist. Oh Gott, ah, hat geklappt, gute Möglichkeit. Woo! Was für eine schnelle Passstaffette. Da habe ich es geschafft, den Puck noch rechtzeitig wieder abzugeben. Denn ich wusste, meine Chancen da vorbeizukommen sind nur sehr gering. Von daher, ja, ich versuche wirklich immer mehr darauf zu achten, wie ich spiele und damit natürlich größtenteils darauf, dass ich nicht zu egoistisch spiele, sondern dass ich wirklich ein Teil des Teams bin. Na, dafür konnte ich jetzt nicht. Ah, na. Oh, 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 oh. Pacioretty tüftelt da ordentlich mit, hilft in der Verteidigung aus, macht da richtig gut. Jetzt der hohe Puck ins gegengerichte Drittel, aber dann haben wir die Scheibe. So, wir spielen nach außen, zack, zu Pacioretty. Laufen direkt weiter mit, gehen nach außen. Und wo ist der Puck? Wo ist der Puck? Wir haben den Puck verloren. Also wir nicht, sondern unser Teamkollege. Und dann, ja, den Angriff selbst zunichte gemacht. Indem sie sich da selbst ins Abseits manövrieren. Nicht schlecht, New York, nicht schlecht. Ihr Dödel, ihr. So. Obwohl, ich beleidige die Mannschaft nicht zu sehr. Vielleicht spiele ich ja im nächsten Jahr schon da. Tor! 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 Nach nur, ja, knapp 6 Minuten fällt hier das erste Tor zu unseren Gunsten durch Max Pacioretty und wieder verewigen wir uns in den Scorern mit einem wunderschönen Assist. Freunde, so läuft's richtig gut. Ah, das läuft momentan, so macht das wieder richtig Spaß, Freunde. Ich sag's euch, es läuft so, so geil. Ich glaube, unsere Pflicht, was die Assist angeht, die haben wir sogar schon erfüllt. Und wenn nicht, dann dürften es nicht mehr als, ich würde sagen, nicht mehr als 2 sein. Wir lassen uns auswechseln. Kopf hoch, 8 auf Puckverluste. Ja, jetzt labert der schon wieder so Mist. Position, A+, Teamplay, A- und ja, Top-Leistung, würde ich sagen. Und Statistik auch A+, durch die Assist eben. Nächste Möglichkeit hier für Montreal. Sie geben nicht auf, sie machen weiter Druck. Hier, Lundqvist, schöner Save. Sie machen weiter Druck. Und das ist das, was ich sonst immer bemängel, Freunde. Das ist das, was ich sonst immer bemängel. Sie machen nach ihrem Führungstreffer einfach nicht weiter. Aber heute, beziehungsweise jetzt momentan, sieht es so aus, als würden sie diesen Fehler nicht wiederholen. Machen hier weiter Druck, spielen schöne Chancen raus, schießen weiter aufs Tor. So muss es sein, Freunde, so muss es sein. Und nur so kann man gewinnen, so kann man gewinnen. So, wir sind inzwischen wieder so gut wie fit. Dürfen wieder aufs Eis zurück. Und ja, zack, runtergepasst, schöner Schuss. Und Lundqvist mit den Fingerspitzen. Die nächste Möglichkeit. Oh, war das ein Wummer, Freunde. Ganz knapp am Tor. Hinten in die Bande eingeschlagen und man hat es am Geräusch gehört. An der Intensität, da war ordentlich Kraft hinter. Oh, 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 jetzt Möglichkeit hier für... Komm, spiel zu mir. Oh, Buda. Wo ist der Puck? Ich sehe den scheiß Puck nicht. Da ist er. Und unsere Möglichkeit. Und der Puck ist drin. 2-0. Wuhuhu. Sehr geil, Freunde. 2-0. Sehr geil. Wuhuhu. 2-0. Guckt euch das an. Direkt vor der Linie. Dann... Der rechts, links, Verrücktmacher und dann oben rechts in die Ecke genagelt. Oh, geil. Ich dachte, er ist nicht drin. Ich dachte, irgendwie Pfosten oder so oder Latte. Nein, er ist drin. Wir schießen hier erneut unser Tor und bringen unsere Mannschaft vor allen Dingen weiterhin in Führung. Wir bauen den Vorsprung aus.
Meine Güte, Freunde. Sehr geil. Plekanec und Markov hier mit dem Assist. Ah, und guckt euch an, wie oft inzwischen unsere Mitspieler uns suchen. Das ist so geil, Freunde. Sie wissen inzwischen, was sie an uns haben, haben uns hier einen festen Platz oder eine feste Größe hier im Team gesichert. Alle bauen auf uns, alle zählen auf uns. So muss es sein, Freunde. Das ist ein tolles Gefühl. Und das erlebt man dann noch alles ganz anders. Egal ob Sieg oder Niederlage. Man erlebt es gemeinsam, man erlebt es als Team. Eigentlich wollte ich ja gerade raus, aber gut, einen letzten Angriff wollen wir hier noch starten. Ich frage mich gerade nur, wie. Ich glaube, wir spielen mal zurück. Und die nächste Möglichkeit. Ja, wir gehen raus. Sind ausdauertechnisch ein wenig angeschlagen. Und jetzt New York mit ihrer Chance, die sie allerdings richtig schnell wieder verschenken. Und da versteht man deren momentane Statistik. Und es wurde eine Strafe angezeigt. Burke, schöner Schuss, aber knapp am Tor vorbei. Ich nehme doch auf, oder? Ja, sehr schön. Ich nehme auf. Alles gut, Freunde, alles gut. Ich habe mir gerade schon Sorgen gemacht. Ah, hier sehen wir nochmal das 1:0. Lundqvist rules the crease. Sehr cool. Hier sehen wir nochmal unser Tor. Ah, ist das herrlich, Freunde. Ist das herrlich. Es leuchtet momentan. Jedes Spiel ein Tor. Ja, so dauert es nicht mehr lange, bis wir unser Ziel erreicht haben. 21 Tore wurde uns ja in Anführungszeichen nahegelegt, hier zu erreichen. Dann, ich glaube, 23 Assists oder so. Ja, und natürlich eine gewisse Anzahl von Schüssen, aber die haben wir auch schon so gut wie. Und die nächste Möglichkeit, ah, die war doof, die war doof. Da haben wir gegen die Beine des Gegners geschossen. Und ich finde es übrigens toll, es fällt mir gerade auf, wir spielen im Powerplay, Freunde. Wir dürfen das Powerplay spielen. Zack, rüber und ah, war so schön gedacht, Freunde. Das war so schön gedacht, damit hätten die niemals gerechnet. Aber der Schuss oder beziehungsweise der Pass dann war anscheinend doch etwas zu schwierig. Für unseren, ja, Rookie hier. Schönes Ding, schöner Pass zu uns. Ah, da werden wir wieder zu doll, der Pass. Also daran müssen wir echt noch arbeiten, an unseren Passfähigkeiten. Im nächsten Spiel werde ich auch genug Punkte haben und den ganzen wieder einen Punkt draufzusetzen. Guck mal, wie schön wir da vorbeikommen, Freunde. So. Na, scheiße, wir sind über die Linie. Merkwürdigerweise ist er dann aber auch gleich wieder nach vorne gefahren, denn das wollte ich nicht mehr. Naja gut, Freunde, egal, macht nichts. Wir sind weiterhin auf dem Eis, 2:0 immer noch der Spielstand. Haben zwar unser Powerplay nicht genutzt, Freunde, aber immerhin, wie gesagt, 2 Tore Führung. Dann ist das Ganze nicht mehr so schmerzlich. Und die nächste Möglichkeit hier. Ach, wir haben den Puck, das hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht. Wir lassen uns hier ein bisschen weit zurückfallen. Und da gibt er uns die Möglichkeit hier für den Schuss, Freunde. Das darf er nicht machen. Oh, sehr schönes Ding. PK Sutton, 3:0. Ah ja, was ein schönes Ding hier von der Blauen. Es könnte durchaus wieder sein, dass wir hier mit dem Assist dabei sind. Ja, Markov und Jean, sehr schön. So muss es sein, Freunde. Guckt euch das an. Ja, unser Pass natürlich nicht wirklich ausschlaggebend, aber es kann halt auch anders sein. Es kann sein, dass der Pass vor dem Pass der wichtigere Pass war. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, Freunde. Meine Güte, 3:0 und das gegen eine starke Mannschaft wie die New York Rangers. Es kann, also es scheint, ja, es scheint wirklich, dass die Niederlage im Finale ihnen so ein ganz kleines bisschen das Genick gebrochen hat gegen die Los Angeles Kings damals. Und ja, seitdem anscheinend nicht mal die Mannschaft von früher. Obwohl, im Grunde genommen ist es ja egal, wie sie in der Saison spielen, solange sie, ich weiß gar nicht, wie das hier in der NHL ist. In der DEL ist es ja so, dass du 1 bis 10 die Playoffs hast, allerdings, oh, schöne Möglichkeit, 1 bis 8, oder war es 1 bis 6? Ne, 1 bis 6, genau. 1 bis 6 bist du im Viertelfinale. Genau, 1 bis 6 bist du im Viertelfinale. Und 7 bis 10 bist du eben im Achtelfinale. Hast du also eine Runde mehr vor dir und ja.
Was ich damit eigentlich sagen wollte, bevor ich hier irgendwie den Faden verloren habe, ist natürlich, dass es eigentlich egal ist, wie sie in der Saison spielen, solange sie sich eben für die Playoffs qualifizieren. Und dann kann es ja durchaus sein, dass New York auf einmal aufwacht und absolute. Sehr interessant. Sehr interessant, da gab es einen kleinen Glitch, würde ich fast sagen. Kann ja sein, dass sie ja absolute Playoff-Stärke beweisen und ein Spiel nach dem anderen rocken und ja, die Meisterschaft gewinnen. Das kann alles sein, also das darf man natürlich nie vergessen. Saison ist Saison und danach Playoffs sind Playoffs. Playoffs ist nochmal ein ganz anderes Ding, Freunde. Das kann ich euch versichern. Oh, verdammt. Das war nicht beabsichtigt. Das war sicher nicht beabsichtigt. Ja, auf jeden Fall, das dürfen wir eben nie vergessen, das dürfen wir nie außer Acht lassen, dass wir uns dann vollkommen neu beweisen müssen, dass wir total von vorne anfangen müssen dann in den Playoffs. Und die Möglichkeit hier. Ah, oh, und die nächste Chance, komm. Pacioretty schießt lieber, anstatt zu mir zu passen. Ein bisschen egoistisch, mein Guter. Ein bisschen egoistisch, aber gut. Bei 3-0 dürfen wir uns das auch mal ruhig erlauben, ein bisschen Egoismus. Machen wir jetzt auch! Oh, knapp übers Tor, Freunde. Und die nächste Möglichkeit, schöner Pass nochmal von uns. Pass runter zu Gilbert. So, der Angriff abgewehrt hier. New York versucht es nochmal mit einem letzten Angriff hier im zweiten Drittel. Glaube aber nicht, dass sie hier Erfolg haben werden. Viel zu, ja, planlos. Viel zu gezwungen, das wird nichts. Habe sich auch viel zu sehr Zeit dabei gelassen, das ist natürlich genauso wenig gut. Und ja, Freunde, zweite Drittel ist vorbei und es läuft absolut mega affengeil. Wir führen 3-0, Freunde, 3-0. Und ja, was will man da mehr? Mir fällt nichts ein, vielleicht noch ein Tor für mich, das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Aber auch, ja, mit den Assists bin ich zufrieden. So. Das war's. Es steht 13 zu 6 Schüsse für uns. Nur in den Checks, da sind sie dann ein kleines bisschen, ja, besser. Ist aber ein feuchten Faubenturz, Taubenfurz wert, denn, ja, Tore sind hier im Grunde genommen das einzige, die einzige Währung, die hier akzeptiert wird und dieser Währung liegen wir weit, weit vorne. Oh, was ist das denn, Jungs, hier? Hoher Pass ins gegnerische Drittel. Ich weiß nicht, ob das unbedingt nötig war. Nichtsdestotrotz, gute Chance hier. Gehindert. Behindert. Gehalten. Gehalten von Lundqvist. Schönes Ding. Schönes Ding. Kam auch so ein bisschen aus dem Nichts, muss ich ganz ehrlich sagen hier. Normalerweise kriegen wir sowas ja ab. Der Scheibengewinn an der Bande, dann der Pass quer in den Torraum, in den Slot und dann normalerweise, ja, ist das Ding oftmals drin. Nicht aber bei einem Torhüter wie dem guten Lundqvist. Definitiv einer der stärksten Torhüter. Nein, ist es sogar der stärkste Torhüter der Liga. Hat natürlich jetzt Pech mit seiner Mannschaft, ganz klar. Na, schade. Konnten wir nicht holen die Scheibe. Jetzt Angriff hier von New York. Zaccarello. Und Buda macht bis jetzt einen erstklassigen Job. Na, wer hat die Scheibe? Sehr schön. Wir haben die Scheibe. Na komm. Switch. Der Pass über die Bande schön gemacht. Ah, oh, da haben wir in den Rücken gespielt. Das ist natürlich tödlich. Na. Jungs, holt euch die Scheibe. Ah, oh, wie geil. Wie geil. Nächste Möglichkeit von uns hier. So richtig schön in der Drehung. Aber nein. Kein Problem für Lundqvist. Kein Problem für Lundqvist. Carl Hägelin hier ganz kurz zu sehen. Einer meiner Lieblingsspieler. Wie auch, ja, wie ich es letztens schon erwähnt habe, Stasny, Jaromir Jagr gehört dazu. Ach ja. Aber so einen richtigen Lieblingsspieler, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht. Das fehlt mir irgendwie noch. Möglicherweise wäre es dann unter anderem Claude Giroux von den Philadelphia Flyers. Obwohl, doch, ich denke Voracek. Voracek kann ich schon eigentlich als mein Lieblingsspieler betiteln. So, jetzt aber
geht's langsam mal wieder in die andere Richtung, und zwar sehr zu unseren Leidwesen. Nichtsdestotrotz holen wir uns hier die Scheibe zurück, starten super schnell in den Gegenangriff, den wir dann selbst kaputt machen. Aber hey, das war alles Teil des Plans, ganz einfach hier, um Zeit zu schinden. Genau, Freunde, genau so war das. Glaubt mir. So, Gallagher über rechts, wartet das darauf, dass die Spieler kommen. Ja, und dann der Fehlpass. Der Fehlpass direkt in den Schläger der Rangers. Machen Sie was draus, machen Sie was draus. Oder bleibt es weiterhin beim Shutout hier, Buda? Ja, momentan sieht's gut aus. Der Shutout, nur noch 5 Minuten in greifbarer Nähe. Komm schon, weiß nicht wohin mit dem Puck. Borg an der Bande. Pernod zurück, Borg. Und da ist das Ding drin, Freunde! Da ist das Ding drin. 4 zu 0. Wir machen die Rangers lächerlich. Und das auf deren Boden, auf heimischen Boden, auch im Madison Square Garden. Eigentlich eine der geilsten Arenen ever. Bedauerlicherweise ja zerstört im Film Godzilla von 2000. Oder was, 2001? Nein, Spaß beiseite. Es war zwar so, aber hat natürlich nichts mit der Realität zu tun, aber es ist mir gerade mal so spontan eingefallen. Da dachte ich, werfe ich es mal ein. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, jeder kennt den Madison Square Garden. Das ist einfach eine Nummer für sich. Beheimatet viele Mannschaften. Ich weiß gar nicht, wen alles. Müsste ich mal nachgucken. Würde mich interessieren. Möglichkeit hier. Guckt euch das. Ah, den Puck nicht richtig angenommen. Ärgerlich. Ärgerlich, Freunde. Ja, und das ist nicht meine Schuld, dass ich da nicht rechtzeitig rauskomme. Leute, das hättet ihr euch denken können. Aber nichtsdestotrotz, Bulli in der neutralen Zone. 17 zu 7, Freunde. Wenn das nicht eindeutig ist, dann weiß ich auch nicht. Dann werde ich der nächste Präsident von Amerika. So. Fragt mich nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich habe keinen Schimmer. Eine Minute noch zu spielen und es kann nicht mehr lange dauern, bis Lundqvist gebeten wurde, sein Tor zu verlassen. Und dann, vielleicht dann, haben wir nochmal die Gelegenheit hier mitten in Empty Net Goal. Jetzt aber die Möglichkeit für die Rangers zum Gegentreffer. Und Buda, meine Güte, der Junge ist richtig geil drauf heute. Möglichkeit, schöner Schuss. Ich habe den Puck ehrlich gesagt nicht mehr gesehen. Ich dachte irgendwie, der ist in der Hand von Lundqvist, aber dem war nicht so. Und die nächste Möglichkeit, Buda. Oh, Leute. 30 Sekunden noch. Wir starten hier vielleicht den letzten Angriff. Boah, heftiger Check von Staal. Der Mann scheint stinkig zu sein, spielt mit uns, als wären wir nichts. Und der Trainer möchte, dass wir uns hier auswechseln lassen. Ich ehrlich gesagt möchte das aber nicht. Nicht so kurz vor Schluss. Ist das Tor leer? Nee, natürlich nicht, Freunde. 4 Sekunden noch. Egal, wir versuchen es nochmal. Schuss und Talbot! Sie haben den Torhüter ausgewechselt. Lundqvist ist gegangen. Für ihn kam Talbot rein und wir haben es nicht mitgekriegt. Aber egal. Wir haben gewonnen, Freunde. Dritter Sieg in Folge, wenn ich mich nicht irre. Das sind 6 Punkte, maximale Punkteausbeute. Und so muss es sein, Freunde. Ah, ist das herrlich. So läuft's richtig gut. Ich hoffe, so läuft's weiter. Und ja. Ich bin gespannt, wer unser nächster Gegner ist. Ich habe nicht drauf geachtet. Ich hoffe nur, dass das Ergebnis dasselbe bleibt. Sieg für die Montreal Canadiens hier, für die Kanadier. Und wieder waren wir, ja, leidtragend für eben diesen Sieg. Hier sehen wir noch den Saucer Pass. Schön über die Kelle des anderen. Ah, ja, Freunde. Ich hoffe, das hat euch gefallen hier, das Spiel. Wenn ja, dann lasst mir ein Like da. Ihr wisst schon, der Daumen nach oben, ne? Drückt drauf, Freunde. Ansonsten, wenn ihr auch keine andere Folge verpassen wollt oder ja, meine anderen Projekte. Allgemein, anders, wenn ihr euch über aktuelle Projekte von mir auf den Laufenden halten wollt, dann abonniert mich und ansonsten, ja, bleibt mir nichts anderes zu sagen als bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, euer Nation Zero. Tschüss.